Da geht es erst ab 11. Klasse los und da waren ja alle so, sage ich mal, ziemlich eitel dafür, dann anzukommen und von wegen Autogramm. Aber Ja, aber auch so ganz, ganz ja, viele also Leute ganz kennen das. Leute von ganz früher, mit denen Ja, man ein mitkriegen, was jetzt nun ein ehrlicher Freund ist und was nun ein Freund ist, der nun sagt, ja, der hat jetzt Kohle auf dem Konto und kann jetzt mal ordentlich einen springen lassen. Also da muss man schon drauf achten. Ja, und mehr der Ruhigere, der zieht sich ganz, ganz zurück und ist ganz froh, dass er hinterm Schlagzeug sitzt. Und ich glaub, die Falschung noch, oder? Tom. Eine Stunde vorher und dann steht man auf der Bühne und dann sind es die kürzesten Minuten irgendwie im Leben und dann wird applaudiert und dann geht man wieder runter. Bin ich der Meinung. Also ich kann noch normal über die Straße gehen, 20 Meter und auf den 20 sind halt Freunde. Ich meine, wir wissen, wenn es einem scheint, sonst verstehen wir uns alle super blendend miteinander und außerhalb hat dann natürlich jeder auch noch seinen Freundeskreis. So. Oh, nee. Ich bin jetzt. Ich finde es aufregend. Ich finde das schön, wenn immer Leute da sind und die begleichen einen irgendwie so die ganze Zeit. Das ist ganz cool. Also unser Alltag hat sich auch. Aber also ich persönlich könnte es mir vorstellen, wenn ich vielleicht verliebt wäre. Also Tom macht das anders. Tom. Kopf und wir machen hier und da und machen da einen Spaß. Also da. Meiner! Ja, ich bin höher vor, irgendwie. Als ich die obersten Ränge gesehen habe, das war. Und ja, und da. Das ist das, was wir wollen. Und wir. Dann gibt es ja wirklich keine Teenie-Zeitung, die euch auf dem. Ja. Ihr könnt ruhig sagen, dass sie kacke sind. Also. 16 Jahre, Schlagzeuger der Best. Und sein großes Vorbild ist Lars Ulrich, der Drummer von Metallica. Trinken. Was werden wir trinken? Nur die geht eigentlich. Nee, aber jetzt sagt. Mit jedes. Uns in der ganzen Zeit jetzt begleitet haben, unserem Produzenten Peter Hoffmann, Pat Benzner, Dave Roth und David Joost. Und natürlich unserer Plattenfirma Universal, die ihre Arbeit wirklich hervorragend macht. Können eine haben? Ja, sicher, aber das ist halt schwierig, das noch alles unter einen Kopf zu es wäre zu kriegen. Tschechei und. Es ist mal lustig, wenn